Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge sind wir hier im Dörfchen Sils Island angekommen. Und dieses Dorf wurde ja vom Schleiererbe angegriffen. Da haben wir ein wenig schon für Ordnung gesorgt. Und wir haben auch unsere Freunde, die ersten Auridon-Seesoldaten, befreit. Die wurden vom Schleiererbe in einen Keller gesperrt. Wir sind dann wieder zurückgekehrt zu Elenven, unserer Questgeberin. Das ist nämlich die Tochter des Stiftsvogts hier. Die kümmert sich gerade hier hinten um die Verletzten. Und die hat uns leider eine sehr, sehr schlimme Nachricht überbracht. Und zwar hat wohl Teldur, der Gehilfe ihres Vaters, das Schleiererbe hier überhaupt erst reingelassen und möchte jetzt ihren Vater umbringen. Also ganz, ganz schlimme Neuigkeiten. Und da sollen wir uns doch bitte um ihn kümmern. Wir haben zwei Möglichkeiten, ins Herrenhaus zu kommen. Findet einen Weg in Valanus Herrenhaus. Entweder sollen wir den geheimen Eingang unten am Strand finden oder wir sollen uns direkt durchkämpfen. Ich würde sagen, ich nehme heute mal den direkten Weg. Ich habe mit meinen anderen Charakteren beide Wege schon getestet. Aber ich würde sagen, ein bisschen kämpfen schadet nicht. Da habe ich heute Lust drauf. Wir müssen den Weg immer entlang reiten. Hier brennt es ja schon wieder. Eigentlich habe ich das ja alles gestern gelöscht. Sowas. Ja, da drüben scheint das Herrenhaus zu sein. Und da sind gleich zwei. Soll ich die gleich bekämpfen? Ja, ich glaube, das machen wir mal. Wo ist denn hier mein Freund? Der kommt nicht so ganz hinterher. Hallo? Feigling, haut einfach ab. Aber mein Bunny sollte ich vielleicht noch beschwören. Ja, wir haben ja einen Helfer mitbekommen. Oh. Sollte ich ihr vielleicht mal helfen? Ich weiß nicht, wie stark sie ist. Oh, sie kommt eigentlich ganz gut zurecht. Ach, das hätte sie auch ohne mich geschafft. Wir haben einen Helfer zur Seite gestellt bekommen, einen Auridon-Seesoldaten. Der begleitet uns jetzt noch ein Stück. Die sind auch nur noch Stufe 5. Was heißt nur noch? Ich glaube, die anderen waren auch alle Stufe 5 hoch, aber da ist gerade wieder hinter mir einer aufgetaucht. Aber kein Problem. Oh, der Herrenhausschlüssel, wunderbar. Den brauchen wir nämlich überhaupt, um da reinzukommen. Ich glaube, so schnell ist der bei mir bisher noch nie getroppt. Wunderbar. Aber ich kämpfe mich hier natürlich trotzdem noch durch. Eisenhänzen. Okay, und Schlückchen des Lebens. Da ist eine Magierin dabei, die macht immer gut Schaden. Ja, hier mit ihrem Feuer. Hat ihr aber auch nichts geholfen. So, da sind wir schon am Herrenhaus. Stehen auch keine Wachen mehr davor. Bin ich mal gespannt, was uns darin erwarten wird. Herrenhaus der Familie Valano. Findet Teldur. Der Stiftsvogt hat uns verraten. Uns alle verraten. Elenven hat gesagt, ihr werdet der Verräter. Ich habe Beweise gefunden. Stiftvogt Valano gehört zum Schleiererbe. Ich wollte es nicht glauben. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Er wollte fliehen. Ich habe ihn gefangen und ihn hergebracht. Seine Männer haben schon gewartet. Oje, der arme Teldur. Ich muss euch Hilfe holen. Nein, für mich ist es zu spät. Ihr müsst gehen. Haltet Valano auf, ehe er entkommt. Teldur? Ja, da können wir nicht mehr helfen. Der Teldur war ja in der letzten Folge recht unfreundlich zu uns, aber ich denke, das war wirklich nur, weil er das Dorf retten wollte. War er da etwas gestresst? Das ist ja noch nett ausgedrückt. Oje. Dann kümmern wir uns mal um den Stiftsvogt. Also um den Papa von Elenven. Das wird nicht einfach für sie werden. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, der ist hier drinne. Nicht auf der Terrasse. Umgehen!
Ui, heute habe ich echt eine Reaktion wie so ein angeschossenes Wildschwein. Gut, dass ich hier meinen Freund von den Auridon-Seesoldaten dabei habe. Da ist er. Aber ich werde die beiden hier noch umbringen. Erstens haben sie es verdient. Und zweitens, wer weiß, vielleicht helfen die ihm dann noch. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. So. Ich habe das Gefühl, mein Mana-Problem hat sich auch ein wenig erledigt. Oh, verbrannte Mitteilung. Valano, die Zeit zu handeln ist gekommen. Königin Eirin hat einen Trupp der ersten Auridon-Seesoldaten nach Sils Island entsandt, wo sie ihre Ankunft vorbereiten sollen. Schon jetzt befinden sich meine Agenten in Wartestellung. Sie wurden angewiesen, die Marineinfanteristen zu überfallen und sich mit ihren Uniformen und Waffen auszurüsten. In dieser Verkleidung werden sie Sils Island niederbrennen. Wenn sich die Kunde dieser Gräueltat verbreitet, wird die Schuld Eirin selbst zugeschoben werden. Wie vereinbart werdet ihr für eure Treue und Unterstützung zum Stiftsvogt von Himmelswacht ernannt. Lang lebe die Schleierkönigin, N. PS, vergesst nicht, diesen Brief zu verbrennen. Gut, dass wir den noch gefunden haben. Das sind ja wieder wichtige Hinweise. Auch wenn wir damit noch gar nicht so viel anfangen können. Die Schleierkönigin. Kümmern wir uns erstmal hier um Valano. Nerin, dachtet ihr wirklich, ihr würdet ein Kräftemessen mit dem Schleier Ja, das dachte ich. Du konntest ja noch nicht mal deinen Satz fertig machen. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Ich muss zu meinem Trupp zurückkehren. Lebt wohl. Ah, jetzt habe ich den Guten unterbrochen. Hier gibt es noch eine Himmelsscherbe, die möchte ich noch holen. Und dann müssen wir ja Elenwen die schlimme Neuigkeit überbringen, dass gar nicht Teldur der Bösewicht war, sondern ihr eigener Vater, der sein eigenes Dorf verraten hat. Ah, da drüben ist die Himmelsscherbe, okay. Da bin ich auf der falschen Terrasse. Wahrscheinlich sind die jetzt hier alle wieder da. Brief in güldenen Lettern. Norion, unser Plan steht vor einem unglücklichen Hindernis. Die meisten Männer, die ihr geschickt habt, wurden von einer unsäglich altruistischen Kachit niedergemetzelt. Sie meinen wohl mich. Ich fürchte, dass ich als Agent des Schleiererbes enttarnt werde, wenn ich Sils Island nicht unverzüglich verlasse. Ich packe das Nötigste und erwarte euch in Tanzeville. Haltet euren Kopf unten, Valano. Norion. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnern könnt. Berater Norion, mit dem hatten wir schon mal etwas zu tun. Der war auch sehr, sehr unfreundlich. Und der gehört dann wohl auch zum Schleiererbe. Hier haben wir noch ein Buch. Das werde ich aber dann in der nächsten Folge vorlesen. Hier werden ja alle Bücher gespeichert. In diesem Bereich. Hier, Bibliothek. Sonst wird es etwas viel, die Folge, denke ich. Weil ich auf jeden Fall hier noch die Quests beenden möchte. Ich schreibe es mir auf jeden Fall auf. Ah, okay. Heute ist es schlimm mit mir, ich sag's ja. In Final Fantasy XIV habe ich mich vorhin auch die ganze Zeit verlaufen, wo ich die Gebiete ja eigentlich kenne. So. Dann kann es ja eigentlich nur... Moment, jetzt bin ich total verwirrt. Ah, alles klar. Hier ist noch eine Tür. Meine Güte. Wahnsinn. Die letzte Tür ist es natürlich. Aber so kann es gehen. Okay, jetzt habe ich sogar einen Punkt erhalten. Wunderbar. Schaue ich doch gleich mal nach. Da kann ich nichts hochstufen. Vielleicht bei meinem Zerstörungsstab. Ja, wunderbar. Da werde ich dann endlich mal Trifokus nehmen, oder? Durchdringende Magie. Ermöglicht es euren Zaubern für Zerstörungsstäbe 5% der Magieresistenz eurer Feinde zu umgehen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich denke, ich werde Trifokus nehmen. Das hatte ich euch ja schon mal in einer Folge erklärt.
Ja, das werde ich jetzt einfach mal nehmen. Ich habe ja sogar noch einen Punkt, sehe ich gerade. Aber den werde ich auf, wo ist das? Gilde? Kriegergilde. Einschüchternde Präsenz legen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr der Kriegergilde und der Magiergilde beigetreten seid, habt ihr ja Zugriff auf besondere Skills. Und bei der Magiergilde habt ihr einmal bei passive Fähigkeiten überzeugender Wille, ermöglicht es euch, bestimmte NPCs in Unterhaltung zu überreden. Ganz, ganz wichtig, Punkt drauflegen. Und bei der Kriegergilde ist sozusagen das Gegenstück einschüchternde Präsenz, ermöglicht es euch, bestimmte NPCs in Unterhaltung einzuschüchtern. Auch ganz, ganz wichtig. Das wird euch das Leben hier in Elder Scrolls sehr erleichtern, wenn ihr die beiden Punkte legt. Muss ich dran denken, dass ich den nächsten Punkt dann auf die Magiergilde lege. Komme ich da runter? Na komm. Und mitten ins Schleiererbe. Ah, die greifen mich gar nicht an. Okay, soll mir recht sein. Wo muss ich überhaupt hin? Oh, ich glaube, die ist im Haus. Entzündet es! Und jetzt tauchen hier alle auf. Na Wahnsinn. Ist da noch jemand? Ach, da hinterm Busch, die habe ich gar nicht gesehen. Wo ist mein Bunny? Ist der gestorben oder ist der gar nicht mit runtergesprungen? Ich glaube, der ist gestorben, der arme Kerl. So. Da ist die Arme. Eure tapfere Rettung der ersten Auridon-Seesoldaten kam gerade rechtzeitig. Sie haben die letzten Betrüger verjagt. Gibt es Neuigkeiten von dem Verräter Teldur? Wurde Stiftsvogt Valano verletzt? Teldur ist tot, aber er war kein Verräter. Es war die ganze Zeit Stiftsvogt Valano. Mein Vater war ein Verräter an der Krone. Er hat einen Angriff auf seine eigenen Leute inszeniert? Warum? Warum würdet ihr so etwas tun, Vater? Ja, das ist eine gute Frage. Abgeschlossen, Silseilen. Vater! Warum? Die Arme. Jetzt einiges, woran sie was zu knabbern hat. Ja, aber hier kann man leider nicht weiterhelfen. Damit muss sie jetzt zurechtkommen. Ich bin auch gerade Stufe 8 geworden. Da kann ich ja mal meine ganze neue Rüstung auch anziehen. Aber ich möchte gerade noch hier raus, weil soweit ich weiß, wartet hier jetzt Rass noch auf uns. Hallo. Mit dem kann man sich dann auch unterhalten. Der letzte des Erbes wurde vertrieben. Dank euch ist Silseilen wieder sicher. Wir haben gern geholfen. Hier drüben ist Rass und hier, Kariel, kann man sich schon mit ihr unterhalten? Ah, noch nicht. Hallo. Hallo. Die werden wir später dann noch näher kennenlernen. Und hier ist unser Freund Rasum da. Rass war gezwungen zu lauschen. Es ist furchtbar, jemandem sagen zu müssen, dass der Vater tot ist. Was macht ihr hier, Rasum da? Dieser räumte gerade nach dem Zwischenfall mit Astania in Vulkil Wacht auf. Er hörte von euren Problemen hier und dachte, er könnte euch zur Hand gehen. Er kam natürlich zu spät. Eure Effizienz ist beeindruckend. Dankeschön. Was werdet ihr jetzt tun? Den Einheimischen helfen. Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Ras hofft, hier neue Informationen zu erhalten und vielleicht ein paar neue Spuren aufzudecken. Dieser hat Agenten in jede Siedlung von ganz Auridon geschickt. Wenn es noch mehr wie diesen Valano da draußen gibt, dann werden wir sie finden. Ist die Königin wohl auf? Soweit Ras weiß, ja. Sie brach kurze Zeit nach euch auf, in Richtung Tanselwin. Dieser ist sich sicher, dass sie sich freuen würde, euch dort zu sehen. Ja, wir treffen uns ja auch dort mit der Königin. Ich muss nur mal schauen, wann wir das machen. Mal einen Blick auf die Karte werfen. Hier unten gibt es noch etwas zu erkunden. Oh, und da liegt noch ein Buch. Das ist aber das gleiche wie hier unten. Hier ist auch noch ein Buch.
Okay, dann würde ich sagen, werde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall das eine Buch, das ich vorhin eingesammelt habe, vorlesen. Dieses Buch werden wir noch einsammeln, dieses Lager hier unten erkunden und dann könnte man schon fast in Richtung Tanzelwil sich aufmachen. Ja, also zur Hauptquestreihe hier oben. Ja, ich denke, so wird's laufen. Okay, dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend und bis bald.